herzlich willkommen zum Beginn einer Videoreihe, auf die ich mich persönlich schon sehr gefreut habe. Ich darf euch heute vorstellen den Dr. Wolfgang Hinterdobler, einen Freund von uns, der angewandte Pilzforschung betreibt. Stell du dich einfach kurz selbst vor und deine Arbeit. Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung. Ist super hier zu sein. Ich habe vor langer Zeit angefangen, Botanik eigentlich zu studieren. Bin irgendwann dann auch draufgekommen, dass Pilze eigentlich überall sind. Das heißt, egal was Pflanzen machen, Pilze haben irgendwo was miteinander zu tun. Und deswegen haben wir ja relativ schnell dann auf Pilze fokussiert. Habe dann auch eben mein Master zu Pilze gemacht und zu den Inhaltsstoffen, die sie produzieren. Und bin danach weitergegangen, weil dann habe ich gewusst, okay, sie produzieren diese Stoffe, aber ich wollte halt wissen, warum. Und deswegen ist es dann weitergegangen Richtung Genetik, Biotechnologie, wo dann eben auch die Frage war, warum produzieren Pilze Stoffe, wie kommunizieren sie mit der Umwelt und was machen sie? Und als ich dann eben fertig war, habe ich mit meinem Kollegen, mit dem René, die Firma Maipilz gegründet, wo wir jetzt eben all diese Techniken, die ich in dieser Zeit gelernt habe, in die Anwendung bringen und eben jetzt Pilzforschung auf Augenhöhe machen. Genau. Also eine gute Mischung aus einem Hobby-Mykologen und wirklich einem wissenschaftlichen Mykologen. Also wir haben uns heute eine ganze Reihe von Fragen überlegt, die wir in dieser Reihe besprechen werden und starten heute mit einem Thema, das immer wieder medial aufpoppt. Und ich bin sehr auf deine Anmerkungen dazu wirklich mal fachkundig, neugierig. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema radioaktive Pilze oder Radioaktivität generell bei den Pilzen und auch ein bisschen über die Schwermetallbelastung werden wir sprechen. Und die erste Frage pauschal gleich zu Beginn, warum sprechen wir eigentlich 30 Jahre nach Tschernobyl immer noch über diese Thematik? Ja, das ist ein super spannendes Thema und Tschernobyl hat wirklich einiges geändert in unser aller Leben. Ich meine, wir sind ungefähr gleich alt, das heißt, wir sind kurz nach Tschernobyl auf die Welt gekommen. Das heißt, wir haben diesen ganzen Spaß, eigentlich unser ganzes Leben hat uns begleitet. Und es ist einfach so, dass diese radioaktiven Schwermetalle, die haben eine sogenannte Halbwertszeit. Mhm. Das heißt, die strahlen eine gewisse Zeit und nach etwa 30 Jahren beim Cäsium, was ja das Hauptproblem ist, ist die Hälfte weg. Das heißt, so aktuell, noch ein bisschen mehr als 30 Jahren, ist halt noch die Hälfte da. Ist noch was da, ja. Also es ist regional unterschiedlich. Das wird ja auch immer wieder berichtet. Es gibt auch Online-Karten. Wir werden einige der Informationen, über die wir heute sprechen, und Berichte und Paper, die du rausgesucht hast, auch in der Videobeschreibung verlinken. Also wir haben auch dann die fundierten Quellen dazu. Ja. Jetzt nochmal allgemein auf die Gemütslagen der Pilzsucher und Sucherinnen zurückzukommen. Ist diese Angst begründet? Ich sage mal, so in hochbelasteten Gebieten, die es aktuell wirklich noch gibt und auch in diesen Karten gefunden werden kann, ist die Strahlenbelastung so hoch, dass man vom Verzehr von großen Mengen abraten würde. Ja. Das ist so, immer noch so. Das ist wirklich immer noch so, weil es doch auch einen Unterschied macht, ob die Strahlung jetzt von außen kommt, ob es jetzt wie beim Flugzeugfliegen ist, eben die Höhenstrahlung, oder ob das Zeug durch uns durchwandert und ins uns sich anreichert und da weiter strahlen kann. Genau. Ja, also es gibt ja diese Empfehlung von der WHO, dass man 250 Gramm Pilze pro Woche verzehren sollte. Die geben wir auch immer wieder so weiter. Mhm. Manchmal wird es ein bisschen mehr oder weniger. Was würde jetzt passieren, wenn ich zu große Mengen von, jetzt sagen wir, einer Art, die belastet ist, oder generell aus einem Gebiet, das belastet ist, was könnte da passieren? Ja, also die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Es ist leider einfach so, weil Strahlung wirklich ein sehr diffuses Konzept auch ist und wie es auf die einzelnen Leute auch wirkt. Und es ist einfach so, wenn man in einem längeren Zeitraum höhere Menge an Strahlung ausgesetzt ist, kann die Strahlung mutagen wirken und somit kann auch ein Krebsrisiko zum Beispiel steigen. Entstehen, ja. Also durchaus schon die Vorsicht, auch von unserer Seite jetzt als Empfehlung für euch, dass man sich diese Gebiete wirklich anschaut. Das ist ja Österreich und deutschlandweit wirklich unterschiedlich in Abhängigkeit von da, wo es geregnet hat und wo nicht. Also man sollte sich da wirklich regional dann doch informieren. Genau, es macht absolut Sinn. Wir haben in Österreich und Deutschland da den großen Vorteil, dass wirklich gut gemonitort wird. Das heißt, es wird alle paar Jahre wieder alles gemessen. Es wird nachgeschaut, wie sieht es aktuell bei welchen Arten aus. Ja. Und da es einfach die Info gibt und die leicht zugänglich ist, würde ich sagen, es lohnt sich nachzusehen. Das schon. Wir haben jetzt in der Vorbereitung schon ein bisschen, weil du das Stichwort Arten in den Mund genommen hast, gesprochen. Du hast gesagt, das ist eigentlich eher regional und weniger artenspezifisch. Weil der Maronenröhrling
zum Beispiel ist immer so das Paradebeispiel. Letztes Jahr sind auch die Pfifferlinge aufgepoppt. Der Maronenröhrling ist so das Paradebeispiel, dass er mehr Cäsium akkumuliert als andere Arten zum Beispiel. Genau, Maronenröhrling ist das klassische Beispiel. Habe ich auch viel gesammelt in meiner Jugend, vor allem in Niederbayern. Es ist doch eine dominierende Art. Ja. Und es ist so, dass Pilze ohne dieses Cäsium sehr gut leben können. Mhm. Aber sie können es eben anreichern in Böden, wo es drinnen ist. Ja. Und je nachdem, wie hoch die Belastung ist, ist eben auch die Belastung in den Pilzen hoch. Und da gibt es einige Arten, auch einige auf unseren Speisetellern, die einfach höher belastet sind. Klassisches Beispiel Maronenröhrling. Was noch zum Beispiel? Semmelstoppelpilz ist bekannt, der violette Lacktrichterling. Ja. Also wunderschön, auch gemischt in der Pfanne mit dem Eierschwammerl. Aber selbst das Eierschwammerl, es kann potenziell auch erhöhte Strahlenwerte aufweisen. Ist es generell so, dass die Mykorrhizapilze mehr von dieser Radioaktivität aufnehmen als die Saprobionten? Oder wird da zwischen den Lebensweisen nicht wirklich ein Unterschied festzustellen sein? Es ist eher der saprobiontische Lebensstil, der das aufnehmen lässt, da ja die Strahlung jetzt nicht vom Zucker von den Bäumen kommt, sondern wirklich vom Abbau von organischer Materie oder dem Freisetzen von Mineralien eben im Boden. Aber eben auch Mykorrhizapilze, die leben ja nicht nur von den Bäumen, sondern die haben ja auch Teil saprobiontischen Lebensstil. Das heißt, die bauen ja genauso das Material ab, okay, plus ernähren sich von den Bäumen und deswegen kommt das auch in denen vor. Genau. Ja, das ist jetzt schon das erste große Aha für mich, das wusste ich nicht. Also Mykorrhizapilze haben auch eine Funktion oder eine Lebensweise, auch saprobiont? Ja, natürlich. Okay. Also Mykorrhizapilze brauchen Bäume, also viele, die brauchen Bäume, um Fruchtkörper zu bilden. Mhm. Das mit Zellen selbst zum Wachsen braucht aber den Baum oft nicht. Okay. Also von dem her, wenn man jetzt aus unserer Sicht sieht, wo findet man Fruchtkörper, die man sammeln kann, klar, da müssen die richtigen Mykorrhizabäume in der Nähe stehen. Aber das Myzel selbst kann auch ohne den Baum wachsen. Ach, das finde ich super spannend. Also es ist eher, dass sie dann die Energie von den Bäumen brauchen, um dann diese aufwendigen Fruchtkörper herzustellen. Oder die speziellen Nährstoffe, die speziellen Signale oder auch eben den Schutz von dem Baum und sonstiges. Genau. Ach, das finde ich schon sehr interessant. Und wie nimmt jetzt der Pilz oder das Myzel die radioaktiven Stoffe im Boden auf? Ja, das war jetzt sehr spannend. Ich habe mich natürlich ein bisschen recherchiert, jetzt auch im Vorfeld zu diesem Interview. Und es ist tatsächlich so, dass es verschiedene Mechanismen gibt. Das heißt, immer wenn es im Fruchtkörper landet, müssen die Substanzen auch transportiert werden. Von dem her geht es irgendwie in die Zelle und wird auch weitergeleitet. Andere Möglichkeit ist auch, dass sich die Substanzen zum Beispiel an die Zellwand anlagern. Und somit kann es mit unspezifischer Aufnahme, spezifische Aufnahme, und es ist irrsinnig komplex und sehr von den einzelnen Arten abhängig, wie sie das aufnehmen und wie sie es dann auch weiterverwerten. Sehr interessant. Vielleicht generell zur Unterscheidung zwischen Pilzen und Pflanzen. Pflanzen sind ja doch mein Fachgebiet, und da weiß ich, dass sie doch relativ selektiv sind, was sie aufnehmen und da bewusster damit mit ihrer Umwelt interagieren. Beim Pilzen ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so. Die nehmen einfach auf, was in der Umwelt vorhanden ist und sind weniger selektiv als Pflanzen. Kann man das so plakativ sagen? Ah, tut mir jetzt natürlich schwer, das so stehen zu lassen. Ja, ich würd sagen, Pilze sind einfach viel, viel diverser. Die sind viel, viel, haben viel, viel mehr Möglichkeiten, sich an einer Umgebung noch mehr anzupassen, weil so ein Pflanzenkörper ist relativ statisch. Muss sich wirklich mit diesem kleinen Raum, wo die Wurzeln überhaupt hinkommen, auseinandersetzen. Pilze können so viel mehr. Und Pilze verdauen ja auch außen die Nährstoffe. Das heißt, die geben auch die Enzyme nach außen ab, zersetzen das Medium und nehmen es dann wieder in sich auf. Und da passiert einfach schon noch mal viel mehr als bei den Pflanzen, die eigentlich auf perfekte Nährstoffe, wie sie auch von den Pilzen kriegen, angewiesen sind. Mhm. Es ist aber so, dass Pflanzen auch Radioaktivität aufnehmen. Also bei Beeren wird es eben auch gemessen. Okay, also durch die ganze Nahrungskette findet man diese Radioaktivität wieder. Was ich mal gehört habe, was ich sehr interessant war, dass es dann, wenn wir dann zu den Tieren kommen, dass es da auch zum Beispiel in Wildschweinen und in Wild generell auch durchaus hohe Konzentrationen gibt, weil die halt am Ende der Nahrungskette sind und dann sich das dort einfach wirklich verstärkt akkumuliert. Genau. Also es sind im Endeffekt Wildschweine, man kennt sie. Sind die verstrahlter jetzt mal pauschal gesagt als die Pilze? Ne?
Ja, natürlich, weil sie viel zu essen. Ja. Das ist eben, also es akkumulieren sich die Stoffe, also sie werden angereichert, sie werden immer mehr. Mhm. Und Wildschweine, die eben den ganzen Tag die verschiedenen Trüffelarten da in sich einsaugen, die haben natürlich am Schluss eine sehr hohe Strahlenbelastung und kommen auch oft nur, bevor es verkauft wird, in den Geigerzähler. Ja, bevor wir weitermachen dann mit dem Schwermetall-Thema, vielleicht noch zum Abschluss. Wie lange, glaubst du, ist jetzt das Thema radioaktive Belastung noch präsent bei der Pilzsuche? Kann man das sagen? Ja, also ich gehe davon aus, dass es schon noch einige Jahre sein werden. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft, aber es gibt auch gute Nachrichten. Und zwar sind wir zwar von der Halbwertszeit bei der Hälfte, aber in den aktuellen Messungen ist weniger als die Hälfte zu finden. Das liegt daran, da diese Schwermetalle nicht nur zirkulieren die ganze Zeit im Waldboden, sondern auch in tiefere Erdschichten absinken und da an die Tonminerale erbinden. Das heißt, die werden einfach wieder natürlich gebunden und aus dem Kreislauf genommen, genau, aus dem biologischen Kreislauf rausgenommen. Okay. Und von dem her gehe ich davon aus, dass wir schon noch einige Jahre bis Jahrzehnte damit zu tun haben werden mit den erhöhten Belastungen. Aber falls sowas nicht wieder passiert, hoffentlich wird das Problem immer weniger werden. Also diese Problemstellung erübrigt sich dann im Laufe der Zeit einfach selbst. Genau. Ja, gut, dann haben wir eh schon den Übergang zu den Schwermetallen. Wie schaut es da aus? Wir haben ja doch viele Schwermetalle in unserer Umwelt, natürlich in Zivilisationsnähe durch den Verkehr noch mehr. Wie schaut es da aus? Genau, also es gibt doch viele Schwermetalle, die bei Pilzen immer wieder Probleme machen. Ja. Verkehr hast du ja schon gesagt, da ist ja zum Glück hat es ja die Einführung des bleifreien Treibstoffes irgendwann gegeben, aber das Blei liegt natürlich immer noch rum. Wir haben Arsen, wir haben Cadmium und einige andere Schwermetalle, die vor allem aus der metallverarbeitenden Industrie, aus dem Bergbau, aus verschiedenen Industriezweigen und teilweise auch früher aus der Landwirtschaft immer noch Probleme machen. Ja. Und das ist nicht mein Fachgebiet, also diese Schwermetalle werden über die Luft transportiert und sickern dann durch den Regen in den Boden, ist das? Genau, also Pilze selber nehmen es nicht aus der Luft aus, sondern sie nehmen es auf dem Boden aus, aber die viele Schwermetalle kommen über die Luft. Meist eben als Partikel, die niederregnen, ob es jetzt der Ruß von den Autos ist oder irgendwelche Abgase oder Staub einfach. Genau, okay. So kommen die in das Ökosystem. Wir haben ja da doch bei den Speisepilzen eigentlich alle unsere Klassiker, die durchaus verstärkt diese Schwermetalle akkumulieren. Wir haben da bei den Röhrlingern ein bisschen eine Problematik mit Blei, bei dem violetten Lacktrichterling mit Arsen zum Beispiel, bei den Champignons ist das Cadmium, das man immer wieder hört. Bei uns Pilzberatern ist es sogar so weit gegangen, dass wir letztes Jahr und vorletztes Jahr mitgeteilt bekommen haben, dass wir zum Beispiel die Champignons durch diese Cadmiumbelastung, sie sind ja auch Kulturfolger, die Champignons, und sind da, wo die Zivilisation ist, wo auch die Nährstoffe sind, dass da die Konzentrationen schon so hoch sind, dass wir sie nicht mehr verspeisen sollten. Was sagst da jetzt du dazu? Es ist leider wirklich so. Also bei meiner Recherche habe ich jetzt auch gefunden, dass verschiedene Champignonarten schaffen eine 200- bis 500-fache Anreicherung. Mhm. Das heißt, wenn im Boden 1 ist, schaffen die 200 bis 500 in diesem Fruchtkörper. Und weil sie es einfach anreichern, rausziehen und akkumulieren, heißt das dann eben. Und das ist beeindruckende Fähigkeit, aber natürlich für uns jetzt nicht allzu sinnvoll im Speiseplan. Ja, leider. Da machen wir uns immer unbeliebt, aber wir wollen ja da auch zur Aufklärung beitragen. Und wenn das zu einer gesünderen Ernährung beiträglich ist, dann sollten wir die Champignons. Also ich esse deswegen zum Beispiel nicht mehr. Und ich lasse auch den Lacktrichterling leider raus, seitdem, muss ich ehrlich sagen. Das Arsen und Cadmium klingt dann doch nicht zu appetitlich, sagen wir es mal so. Es ist leider so, ja. Noch eine interessante Frage. Wir haben ja bei den meisten Schwermetallen eigentlich dieselben Prozesse dann bei der Aufnahme, so wie bei den radioaktiven Elementen. Bei den Champignons ist es aber eine Ausnahme, habe ich gehört. Die nehmen das wirklich aktiv auf, das Cadmium, um, glaube ich, die Fruchtkörper, die haben irgendeinen bestimmten Prozess, für den sie diesen Stoff brauchen. Stimmt das? Das ist interessant, das habe ich so jetzt noch nicht gehört. Okay. Also, da muss ich die Quelle recherchieren. Würde ich jetzt spannend finden. Also natürlich, es braucht verschiedene Mikronährstoffe, braucht der Pilz für seine Lebenszyklen, wie zum Beispiel die Fruchtkörperproduktion, weil die einfach Kofaktoren von Enzymen sind. Also damit die biologische Maschinerie funktioniert, braucht es die in ganz, ganz, ganz kleinen Mengen. Ja. Aber jetzt wirklich Cadmium braucht zur Fruchtkörperproduktion, glaube ich nicht. Also werde ich nachschauen. Das werden wir dann im zweiten Teil. Genau, das machen wir im zweiten Teil. Ich finde das extrem spannend, habe ich so noch nicht gehört. Und ja,
das müssen wir uns einfach wirklich nur gemeinsam anschauen. Okay. Eine spannende Geschichte, die in Richtung zu eurer Arbeit geht. Wir haben auch, jetzt kommen wir dann schon zu den Zuschauerfragen, die wir bekommen haben zu unseren Themen. Wie schaut es aus mit den Einsatzmöglichkeiten von Pilzen, um aktiv einen Boden zu entgiften zum Beispiel? Genau, das ist halt jetzt für die Speisepilzsucher natürlich nicht allzu vorteilhaft, dass die das akkumulieren, aber für unsere Generation, die jetzt einfach Fehler aus der Vergangenheit wieder ausbügeln mag. Und was ja eben unsere Firma im Endeffekt auch macht, ist ja ein großes Thema, dieses Micro-Remediation. Mhm. Ist stark geprägt von Paul Stamets aus den USA, der einer der ersten war, der eben die Fähigkeiten von den Pilzen publik gemacht hat, dass man eigentlich Böden, stark belastete Böden regenerieren kann, indem dass man da Pilzmyzelwachstum fördert. Mhm. Und einerseits bei den Schwermetallen ist es halt jetzt so, dass die einfach nur akkumulieren. Das heißt im Endeffekt Pilze mit x-facher Belastung wegsammeln und die Schwermetalle werden weniger über die Zeit. Also das ist wirklich nachweisbar. Du kannst dann, und in welchem Zeitraum bewegen wir uns da? Da geht es immer noch um Jahre. Ja, aber Jahre ist nicht viel. Also aber so schwermetallbelastete Böden kriegt man auch durch Pflanzen zum Beispiel weg. Gibt es auch tolle Projekte und da wird dann einmal im Jahr geerntet. Wird dann geerntet und die Pflanzen dann wirklich verbrannt und das dann als sehr das giftiger Müll entsorgt, Giftmüll entsorgt. Das ist schon interessant. Genau. Aber zumindest kriegt man die Böden wieder sauber und wieder nutzbar. Genau. Ja, es ist ein faszinierender Aspekt, dass man Pilze auch wirklich, Pilze spielen ja bei uns in unserer Gesellschaft noch eine viel zu geringe Rolle, was wirklich praktische Anwendungsmöglichkeiten angeht. Es liegt einfach daran, dass Pilze schwer zugänglich sind. Wenn jetzt nicht zufällig gerade ein Bruchkörper im Wald steht, dann sind Pilze halt meistens verborgen. Ja, und ein Leben im Dunkeln. Leben für uns im Dunkeln, genau. Und es ist aber doch so, dass sie überall sind, dass sie den ganzen Tag arbeiten und wir kriegen jetzt schon langsam diese ganzen Techniken, werden jetzt schon langsam auch leistbar, kommen aus der Uni auch immer mehr raus und finden jetzt auch Anwendung. Und so haben wir jetzt zum Beispiel mit der DNA-Sequenzierung, die wir standardmäßig machen, haben wir einfach die Chance, mit Pilzen Projekte zu machen, die davor einfach nicht zugänglich gewesen wären. Und die haben wir jetzt plötzlich, die können wir jetzt plötzlich isolieren, die können wir charakterisieren und wieder für verschiedene Projekte nutzen. Eine neue Revolution, der René würde sagen, steht uns bevor. Wir freuen uns über die Einblicke. Welche Pilze kommen da zum Einsatz für solche Entgiftungsprojekte? Die Klassiker, wo alles angefangen hat, war eigentlich wieder der Austernseitling. Ja. Der Allrounder Austernseitling kann einfach alles. Es ist unglaublich, was dieser Pilz kann oder diese Pilzart, der hat Enzyme zum Abbauen. Er ist ein Allrounder. Ja. Es gibt Spezialisten, aber Austernseitling ist Allrounder. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eben Projekte von ehemaligen Schrottplätzen, wo das ganze Motoröl rausgetropft ist. Das restliche Benzin, alles ist im Boden gesickert über Jahrzehnte. Und noch dazu ist der Boden extrem verdichtet worden. Das heißt, der ist unbrauchbar einfach, über unbrauchbar. Generationen eigentlich, wenn man... Genau, und da gibt es jetzt schon die ersten Projekte, fängt jetzt auch langsam in Europa an, dass dieser Boden im Endeffekt umgraben, belüften, Austernseitling rein. Und in dem Fall geht es jetzt nicht um Akkumulation dann, sondern in dem Fall baut das ab. Also der kann leben von Öl, von Benzin. Also der nutzt diese Kohlenstoffe als Energie. Verrückt eigentlich. Die sind weg danach. Vielleicht ein bisschen ein Exkurs jetzt. Ich habe auch gehört, dass es Pilze gibt, die Plastik abbauen können. Gibt es in diese Richtung auch da eigentlich schon nennenswerte Fortschritte? Ja, das ist immer die Frage, was ist ein nennenswerter Fortschritt? Es gibt unglaublich tolle Forschung dazu und es ist wirklich spannend, was diese einzelnen Forschungsgruppen machen. Es ist ja ein hochenergetisches Material, das man nutzen kann. Also Müll ist halt die beste Ressource eigentlich, weil es niemand fehlt. Die Ressource der Zukunft. Die Ressource der Zukunft ist unser Müll. Und es ist so, da gibt es tolle Projekte, wie zum Beispiel am Strand laufen diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rum und suchen alte Plastikflaschen, die da im Meer treiben und isolieren da Pilze runter. Ja, verrückt. Und das sind dann die was dann eben fake sind. Also auf diesem Plastikmüll leben Pilze? Ja, Pilze und Bakterien, also mehr Forschung ist, glaube ich, aktuell gemacht worden mit Bakterien, die auch Plastik abbauen. Aber ich sage mal, die ersten Ergebnisse waren mattes Plastik. Ist leider so. Aber wenn man da jetzt wirklich nur weiter dranbleibt und diese Forschung weiter finanziert und dann noch mehr Leute Lust haben, daran zu forschen, wird es irgendwann die Möglichkeit geben, dass wir unserem jetzigen Plastikflut Herr werden. Glaube ich.
funktionieren wird es halt nur, wenn wir jetzt auch aufhören, das Plastik in so großen Mengen zu verwenden. Ja, aber da tut sich auch von der Gesetzgebung doch schon ein bisschen was. Es tut sich irrsinnig viel. Also kleine Mengen Plastik in der Natur oder kleine Mengen Öl, kein Problem. Das wird sowieso irgendwann abgebaut. Aber diese riesen Mengen, wenn wir sehen wollen, dass das in unserer Lebzeit oder in der von unseren Kindern abgebaut wird, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, spannend. So, eine der letzten Fragen interessiert mich persönlich auch nochmal wirklich sehr stark. Und nachdem wir jetzt einen, glaube ich, sehr interessanten Exkurs gemacht haben, wie schaut es mit der Schwermetallbelastung aus in Wäldern, die an landwirtschaftliche Zonen angrenzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Landwirtschaftliche Zonen ist halt jetzt auch kein definierter Begriff, aber es ist schon so, dass verschiedene Spritzmittel, die früher verwendet wurden, Schwermetalle enthalten haben. Mhm. Sind meines Wissens mittlerweile eigentlich alle in der EU auch verboten, aber natürlich die Reste noch drauf. Und das andere ist die Ausbringung von Klärschlamm. Ja. In landwirtschaftlichen Flächen, was ja oftmals ein guter Dünger eigentlich sein kann, aber auch Stickstoff. Da akkumulieren sich halt Schwermetalle, die dann auch wieder ausgebracht werden. Und so kann es sein, dass in gewissen landwirtschaftlichen Flächen eine erhöhte Konzentration drin vorkommt. Mhm. Landwirtschaftliche Flächen haben aber auch den Vorteil oder Nachteil, sie haben eine geringere Humusauflage bzw. geringere Auflage an biologischem Material und deswegen sinken da die Schwermetalle auch wieder schneller runter in das Gestein zu den Tonmineralen, wo sie wieder gebunden werden. Deswegen hält sie im Wald auch länger als auf dem Feld. Das finde ich auch interessant, ja. Genau, das sind halt sehr allgemeine Aussagen und jetzt für einzelne Flächen natürlich müsste man sich's anschauen. Ja. Aber ich finde das einfach extrem spannende Prozesse, die da ablaufen. Wirklich für uns Laien eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet durch deine Ausführungen. Sehr spannend. Ich glaube, die Thematik Schwermetalle und Radioaktivität haben wir für heute abgearbeitet. Und freuen uns schon sehr wirklich auf den nächsten Teil. Wer den Wolfgang nochmal in Persona live erleben möchte, ihr veranstaltet vom 18. bis zum 24. September die Wiener Pilzfestspiele. Worüber wirst du referieren? In meinem Vortrag wird es dann geben um die chemische Sprache der Pilze. Auch noch ein Thema aus unserer Vortragsreihe. Genau, haben wir ja auch noch. Und da mag ich einfach diese Komplexität der Sprache der Pilze und die Kommunikation miteinander und mit Bäumen und wie Pilze Partner finden und so weiter, das würde ich dann da gerne nochmal beleuchten. Sehr spannend. Ja, ihr habt Glück, wir greifen nämlich in unserer Videoreihe schon darauf vor, sagen herzlichen Dank Wolfgang fürs Kommen und wir machen weiter mit den Lebenszyklen und mit ein bisschen der Lebensweise der Pilze im nächsten Teil. Perfekt, danke dir.